Hallo, liebe Schätzchenjäger und Briefmarkensammler. Hier ist Edmund von der Briefmarkenfarm und ich habe dabei den Philipp Hallo. mit der Kamera. Und ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich bin etwas erkältet. Das muss jetzt so gehen. Was habe ich denn heute für euch? Eine Kiste voll Belege. Vor allen Dingen Bund und Berlin. Sind ein paar großformatige dabei. Noch mehr. Sind natürlich einiges an Dauerserien drin, aber auch hier solche Überfrankaturen. Obwohl es vielleicht gar keine Überfrankatur ist, einfach nur. Das ist ein DDR-Brief, ein R-Zettel. Und so geht es lustig bunt weiter. Versuche das nochmal so. Das ist jetzt keine. Das ist also aus einer Sammlung, das ist so Tauschware gewesen. Das ist also durchaus auch etwas besseres Material dabei. Und aus allen Jahren, hier sind die 60er Jahre, 70er, der 60er Berlin, hier noch so ein Vierer. Berlin, das sollte 50er Jahre sein. Jawohl. Ne? Da war etwas Berlin dabei. Na, da sind schöne Umschläge dabei. Markenheftchen, DDR, sowas Markenheftchen. Zusammendrucke. Genau. Ja, wie immer möchte ich euch möglichst alles zeigen, damit ihr gar keine bösen Überraschungen habt. Gehen wir da mal durch. Genau, es sind insgesamt etwa 500 Belege. Gezählt haben wir sie nicht, wir haben sie gewogen und hochgerechnet, aber es sollten deutlich mehr als 500 sein. Ne? Alles, was in diese Kiste reingepasst hat, haben wir reingetan, damit sich das auch lohnt. Ne? Und damit wir hier keinen übers Ohr hauen. Die könnt ihr erwerben zu dem Preis, der euch gefällt. Das Ding wird ab 1 Euro versteigert. So, sind wir gleich durch. Eigentlich ein wunderbarer Karton. Ganz viel Material. Der wird sich sicherlich der ein oder andere gute Stempel finden. Der ein oder andere interessante Beleg. Ja, ab sofort bei uns im Angebot. Würde mich freuen, wenn ich euch die zuschicken darf. Vielen Dank.